Guten Tag, verehrte Zuschauer. In New York ist ein Flugzeug in das World Trade Center gestürzt. Über Verletzte oder Tote gibt es bislang keine Angaben. Ein Turm des Hochhauses brennt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Mehr dazu über die weitere Entwicklung der Nachrichtenlage in den folgenden Heute-Sendungen. Und soeben erreicht uns die Nachricht, dass ein zweites Flugzeug in den anderen Turm des World Trade Centers in New York geprallt ist. Wir haben jetzt hier, glaube ich, die Bilder des Aufpralls. Ein Anschlag wird nicht mehr ausgeschlossen. Mehr dazu, verehrte Zuschauer, in allen weiteren Heute-Sendungen. Wir schauen uns noch einmal die eintreffenden Live-Bilder an. Dieses ist New York, das World Trade Center. Beide Türme brennen immer noch. Aus beiden dringt immer noch dichter Rauch, dichter Qualm. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Feuerwehr zu den Menschen, die dort oben von diesem Anschlag betroffen sind, in irgendeiner Weise jetzt schon hätte vordringen können. Und dieses, das ist das, was wie gesagt seit 8, 9 Minuten dazugekommen ist. Das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium im Staate Virginia, ein bisschen außerhalb der amerikanischen Hauptstadt Washington gelegen. Auch dort offensichtlich ein Terroranschlag mit einem, man muss es wohl sagen, Kamikaze-Flugzeug. Wir wissen über den genauen Ablauf dieses Anschlags noch nicht, aber das amerikanische Verteidigungsministerium, Dietmar Ossenberg, man muss sich doch vorstellen, dass das auch militärisch gesichert ist, dass es da, man darf nicht drüber fliegen. Ich nehme mal an, jedes Flugzeug, das in die Nähe kommt, dieses Flugraum müsste abgeschossen werden. Das Gleiche muss vielleicht nicht fürs World Trade Zentrum gelten, obwohl es da ein Flugverbot gibt, aber zumindest ein militärisches Ziel wie das Verteidigungsministerium, da wundert man sich, dass ein Flugzeug so durchkommen kann. Ja, und ich möchte es eigentlich noch mal verstärken, was ich gerade gesagt habe. Die ungeheure Logistik, die scheinbar hinter diesen verschiedenen Anschlägen steckt, kann nicht von versplitterten terroristischen Gruppen aufgebaut worden sein. Wir müssen also gegenwärtig auch davon ausgehen, dass diese, wenn es die radikalen islamischen Gruppen waren, doch erhebliche Unterstützung in den vergangenen Monaten von, ich sag mal, in Anführungszeichen befreundeten Regierungen bekommen haben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Irak, der sich ja offen zu palästinensischem Terror bekannt hat, durchaus logistische Hilfe geleistet hat. Wenn das in der Tat so ist, und ich denke, dass das FBI ja auch die Ermittlungen in diese Richtung aufnehmen wird, dann müssen wir uns in der Tat auf, ich sag mal, kriegerische oder halbkriegerische Auseinandersetzungen in den nächsten Tagen und Wochen einrichten. Hier sehen wir neue Bilder, Sie sehen neuen Rauch, es ist eine neue Explosion. Der Rauch diesmal sehr viel näher am Boden. Es muss sich um eine neue Explosion, einen neuen Anschlag, ich weiß es nicht, handeln. Sie sehen, das ist diesmal nicht, kommt nicht aus den beiden Gebäuden, die ja schon seit gut einer Stunde in den oberen Stockwerken brannten und explodiert waren. Dieses ist in der unmittelbaren Umgebung des World Trade Center am Boden. Die Katastrophe setzt sich fort wie eine Hydra mit immer neuen Köpfen, ständig passiert neues Grauen. Sie sagten, die bemerkenswerte Logistik dieser Attentäter, man muss auch sagen, die ungeheure Menschenverachtung. Also nicht nur, das ist Ihre Sache, riskieren Sie Ihren eigenen Tod bei diesen Anschlägen. Sie nehmen es in Kauf, Tausende von Menschen zu töten. Das ist Massenmord. Das ist geplanter Massenmord. Wie wir ihn eigentlich so noch nie erlebt haben. Also man hat es wohl in der Vergangenheit immer wieder mal versucht, aber wie gesagt, was hier heute passiert, hat eine solche Qualität, dass einem die Sprache wegbleibt. Das ist also man kann sich gar nicht vorstellen, was sich jetzt in den Straßenschluchten von New York abspielen mag. Wie gesagt, diese Versuche hat es immer wieder gegeben, aber man hat es jetzt offensichtlich doch geschafft, was man immer wieder versucht hatte. Es hat also versucht, mit Sprengstoff in große Menschenmassen hineinzukommen. Das konnte verhindert werden. Umso unverständlicher. Die gesamte Südspitze, der gesamte Financial District von New York ist jetzt in dichten, hellen, hellgelben Rauch eingehüllt. Es ist nicht mehr nur, die beiden Türme, die Zwillingstürme des World Trade Centers. Es ist jetzt das gesamte Viertel. Ich möchte mir nicht vorstellen, was dort im Moment Menschen ertragen müssen. Es muss eine entsetzliche Situation sein. Ich bin sicher, dass in dieser Situation auch die Hilfskräfte, die Feuerwehr, die Polizei, die Ambulanzen, die sich sicherlich seit einer Stunde fieberhaft bemühen, an die Eingeschlossenen und Verletzten im World Trade Center heranzukommen, ich bin sicher, in dieser Situation haben sie überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich zu bewegen. Nein, sie haben keine Chance mehr. Und was mich so ängstlich macht und so betroffen macht, dass der Rauch unten gelb ist und eigentlich kein Brandrauch. Wir erinnern noch einmal daran, alleine im World Trade Center arbeiten an einem normalen Tag in den verschiedenen Kanzleien, Rechtsanwaltskanzleien, Läden, Restaurants
an die 100.000 Menschen. Der Arbeitstag hatte noch nicht ganz begonnen. Das ist eine kleine Hoffnung, die wir haben, dass kurz vor neun noch nicht alle Menschen an ihren Schreibtischen gesessen haben mögen. Nichtsdestotrotz, Sie sehen das Bild jetzt vom Süden, etwa dort, wo die Freiheitsstatue mitten im Meer steht. Ein Turm, höre ich gerade, ein Turm des World Trade Centers ist eingestürzt. Die World Trade Center haben jeweils 110 Stockwerke. Wenn ein solcher Turm einstürzt, es ist auch eine so unvorstellbare Masse an Beton, nicht? Also wenn man vor diesen Doppeltürmen steht und erst dann kann man einen Eindruck davon bekommen, was für gigantische Bauwerke das sind, wenn man eben vor diesem World Trade Center gestanden war und gesehen hat, wie viele Menschen dort eben reingehen, und erinnert sich dann eben an diesen Bombenanschlag, bei dem damals ja relativ verhältnismäßig wenig, zum Glück wenig Menschen ums Leben gekommen sind. Dann hat man damals aber schon geahnt, welches terroristische Potenzial oder welches Angriffsziel eigentlich diese Doppeltürme sein könnten. Dass es nochmal passieren würde in diesem Ausmaß, muss ich ehrlich sagen, war für mich völlig unvorstellbar. Wir bekommen jetzt folgende Meldung. Die Serie von Terroranschlägen in den USA ist von zahlreichen Palästinensern in den Flüchtlingscamps in Südlibanon und in Beirut gefeiert worden, mit Freudenschüssen in die Luft und dem Slogan Gott ist groß, Allahu Akbar. Das darf nicht verwundern. Diese Reaktion hatten wir in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren immer dann, wenn es Anschläge gegeben hat. Das galt genauso für die Selbstmordanschläge in Israel. Das war schon während des Golfkrieges übrigens so, als die Scud-Raketen von Bagdad aus gegen Israel geflogen sind. Da standen die Palästinenser teilweise auf den Dächern und haben applaudiert. Und darf man nicht vergessen, dass dort wirklich die Menschen, also die Palästinenser in der Diaspora, in den Lagern, in einem ungeheuren Elend leben. Da ist ein ungeheures Hasspotenzial, und alle Aktionen gegen den Westen, gegen Israel, gegen Amerika werden dort beklatscht und gut geheißen. Aber ich denke, wir haben doch seit heute, gerade wenn man diese Bilder sieht, eine andere Situation. Dieses ist der, wenn Sie so wollen, der Einstieg in einen Krieg. Und ich könnte mir vorstellen, wir müssen noch einmal direkt nach New York gehen, denn die Situation hat sich dort, wenn es überhaupt möglich ist, noch einmal verschlimmert. Mittlerweile ist auch der zweite Turm des World Trade Centers in sich zusammengebrochen. Beide 110 Meter hohe Türme nun zusammengebrochen, mit allen Menschen darin, die in den Gebäuden, an ihren Schreibtischen von diesen Anschlägen überrascht worden sein mögen. Die Terroranschläge in den USA trafen nicht nur New York. Über Pennsylvania ist eine Boeing 747 abgestürzt. Sie war auf dem Weg nach New York. Der zweite Großangriff galt Washington. Das Pentagon steht in Flammen und ist ebenfalls zum Teil zusammengebrochen. Auch hier stürzte ein Flugzeug gezielt in das Gebäude des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Das Weiße Haus und alle weiteren Regierungsgebäude wurden evakuiert. Es war um kurz vor 10 Uhr Ortszeit, als sich ein großes Flugzeug durch das Pentagon pflügte, so beschrieb es ein Augenzeuge. Dicker Rauch über dem Herz des amerikanischen Militärs, dem Pentagon ein wenig außerhalb von Washington. Immer wieder gibt es Explosionen in dem fünfstöckigen Gebäude, in dem 23.000 Menschen arbeiten. Wie viele Detonationen es genau waren, weiß man nicht. Teile des fünfeckigen Gebäudes stehen sofort in Flammen. Einsatzkräfte rasen herbei und versuchen, den Brand zu löschen. Inzwischen sind Teile des Gebäudes in sich zusammengestürzt. Die Wiesen vor dem Komplex gleichen einem Schlachtfeld. Überall liegen Verletzte, die versorgt werden. Und immer wieder Warnmeldungen. So meldete das FBI, ein weiteres Flugzeug rase auf das Pentagon zu. Doch das Pentagon bleibt nicht das einzige Gebäude, das in Washington getroffen wird. Vor kurzem explodierte vor dem Außenministerium eine Autobombe. Das Weiße Haus, der Regierungssitz des US-Präsidenten und zahlreiche Bürogebäude wurden evakuiert. Denn keiner will weitere verheerende Explosionen in Washington ausschließen. Was mit einer ganz kurzen Agenturmeldung heute Morgen um kurz vor 9 Uhr New Yorker Zeit, kurz vor 15 Uhr deutscher Zeit begann. Da hieß es, ein Flugzeug ist gegen einen der beiden Türme des World Trade Centers gerast. Mehr wusste man damals noch nicht, aber man hätte zu dem Zeitpunkt auch nicht ahnen können, was noch alles kommen würde. Eine Zusammenfassung. Nach den ersten Meldungen verging ein wenig Zeit, kurz nach 16 Uhr hiesiger Zeit. Der erste der beiden Türme des World Trade Centers bricht, von einer dritten Explosion getroffen, in sich zusammen. Wie viele tausend Menschen er mit sich in den Tod reißt, niemand vermag dies derzeit auch nur annähernd abzuschätzen. Für Katastrophen dieser Größenordnung gibt es keine Rettungspläne. Fassungslos, hilflos sieht sich die Millionenmetropole einem Terror von ungeahnten Größenordnungen ausgesetzt.
Panik bricht aus, als der obere Teil des 411 Meter hohen Gebäudes herniederstürzt. Zwar hatte die Feuerwehr bereits Straßensperren eingerichtet, doch mit dieser Situation war sie natürlich völlig überfordert. Dunkler Rauch, Staubwolken dringen durch die Straßen. Manhattan steht in Flammen. Die Skyline, wenige Minuten später, nur noch Rauch, ist von New York zu sehen. Wenige Minuten später, auch der zweite Turm hält dem Feuer und den Explosionen nicht mehr stand und stürzt in sich zusammen. 50.000 Menschen haben allein im World Trade Center gearbeitet. In New York hatte der Arbeitstag gerade begonnen. Erste Reaktionen. Es war eine große Explosion, alles wurde dunkel wie in einem Schneesturm. Schließlich konnte ich erkennen, dass es kein Schnee war, alles kam von dem Gebäude. Es war ein furchtbarer Albtraum. Wo standen Sie zu dem Zeitpunkt? Ich stand direkt vor dem World Trade Center. Wurden Sie verletzt? Nein, ich nicht. Haben Sie Menschen gesehen, die verletzt wurden? Ich war mit Feuerwehrleuten zusammen und wir sind von der Dunkelheit eingeschlossen worden, aber wir kamen mit dem Leben davon. Wir bekommen jetzt aktuelle Bilder aus New York von der Südspitze von Manhattan, wo bis heute Morgen das Wahrzeichen New Yorks neben der Freiheitsstatue stand, nämlich die beiden Zwillingstürme des World Trade Centers, jeder 400 Meter hoch. Südspitze von Manhattan in ein Rauch und Qualm gehüllt. Das ist etwa der Blick, den Sie von der Freiheitsstatue hätten. Ja, und diese beiden Türme, sie sind nicht mehr da und unter ihnen vermutlich hunderte, tausende Menschen begraben. An Rettungsarbeiten war natürlich zunächst gar nicht zu denken. Wir sehen hier flüchtende Menschen. Augenzeugen haben ja berichtet, dass die Menschen sich ganz schnell und natürlich in heilloser Panik versuchten, in Sicherheit zu bringen. Man sieht auch, dass über allem eine weiße Staubschicht liegt. Die Retter, das habe ich gesagt, vom New Yorker Fire Department, das sind die Männer, die Sie hier sehen, sie hatten zunächst gar keine Chance, denn kaum war das erste Kamikaze-Flugzeug gegen den einen Turm gerast und sie sich möglicherweise zur Rettung in Position gebracht haben, da 18 Minuten später geschah ja schon der zweite Anschlag. So teuflisch war das ja getimt. Und dann brachen nacheinander beide Türme zusammen. Dieses ist das Bild aus der Nähe von der Hauptstadt Washington DC, aus dem Bundesstaat Virginia. Dort liegt das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium. Auch dort ein Kamikaze-Angriff mit einem Flugzeug, einem Passagierflugzeug, einem Entführten. Das sind die Gerüchte, die sich halten. Und auch da konnten die Rettungskräfte eine ganze Weile nur zuschauen, bevor sie sich ans Retten und Löschen machen könnten. Hier sind wir wieder in New York. Wie ein Fanal steht der Qualm dicht über der Südspitze von Manhattan. Die Terroranschläge in den USA wie eine Kettenreaktion im Kamikaze-Stil. Ziele New York, Washington und Pennsylvania. Kurz vor 9 Ortszeit New York, 15 Uhr Deutschland. Eine Maschine vom Typ Boeing 767 der American Airlines fliegt gezielt in das World Trade Center. Die Maschine, offensichtlich aus Boston, wurde zum derzeitigen Stand von unbekannten Tätern entführt. 18 Minuten später, eine kleine Passagiermaschine fliegt in den zweiten 411 Meter hohen Turm des World Trade Centers. Diese Maschine auch entführt, mutmaßlich aus Washington oder New Jersey. Zehntausende Menschen in beiden Gebäuden, Frauen und Männer, springen aus den Fenstern. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Wenig später die nächste Nachricht, ein Kleinflugzeug stürzt wie ein Kamikaze-Flieger in das Pentagon in Washington, dem Herzen des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Zeitgleich explodiert vor dem Kapitol eine Autobombe, das Weiße Haus wird evakuiert. Auch in New York werden diverse Einrichtungen geräumt, auch das UN-Hauptquartier. Kurz darauf stürzt der erste Tower des World Trade Centers in sich zusammen. Eine riesige gelbe Schwelwolke verhüllt ganz Manhattan, eine gespenstische Nebelwand. Wie viele Opfer es bis dahin gibt, noch unbekannt. Rettungskräfte flüchten vor den niederfallenden Trümmern. Manhattan, ein Bild der Apokalypse. Eine knappe Dreiviertelstunde später stürzt auch der zweite Tower in sich zusammen. Meldungen verdichten sich, dass noch weitere entführte Flugzeuge auf dem Weg nach New York seien.
Zurzeit sprechen die Agenturen von angeblich weiteren Flugzeugen, die unter Umständen auch als entführt gelten und auf dem Wege nach New York sind. Nach unbestätigten Meldungen sei auch eine weitere Maschine in Pennsylvania herabgestürzt, offenbar ein Jumbojet bei Pittsburgh. Experten sprechen von einem Kriegszustand. Hier handele es sich offenbar nicht nur um einen Terroranschlag, sondern um eine gezielte Vernichtung amerikanischer Einrichtungen. Aus den 4 entführten Maschinen, in denen 266 Passagiere saßen, wird zurzeit noch eine Maschine vermisst.